So, schönen guten Tag, Amy. Wie lange muss man üben, um so ein Didgeridoo da können zu bedienen? Das ist nicht ganz einfach. Da übt man schon ein paar Stunden und Tage, vor allem bis man Zirkulationsatmung hat. Das heisst, durch Blasen und gleichzeitig einschnaufen. Da muss man zuerst das Hirn trainieren, damit das Hirn überhaupt glaubt, dass das geht. Das ist relativ komplex. Und wenn man das mal den Intus hat, dann kann man nach seinem eigenen Dünken drauf spielen. Um es einigermaßen zu können? Ja, das würde ich mal so in einem halben Jahr tünzen mal und dann muss man dranbleiben. Wo kann man es lernen? Überall. Es gibt diverse Anbieter, von den grossen Anbietern, die alles an Kursen anbieten, bis die einzelnen Musiker. Bei dir auch? Kann man ja. Also, da haben wir noch Koordinaten. Vielleicht ist es da noch besser.